Hallo und herzlich willkommen zu Aloha, anders leben ohne Angst, deinem Podcast für mehr Mut und Zuversicht. Mein Name ist Margrit Hanunkur, ich bin psychologische Beraterin in Wien und begleite in meiner Praxis und auch online Menschen, wenn sie sich wieder mehr Glück und Zufriedenheit in ihrem Leben wünschen. In meinem Aloha Glückstalk, den ich Ende letzten Jahres ins Leben gerufen habe, interviewe ich meine Gäste, die alle für ein glückliches und zufriedenes Leben losgegangen sind, was denn zu einem glücklichen Leben beitragen kann. In diesem Podcast-Special spreche ich mit einer ganz besonders inspirierenden Frau. Sie ist Gründerin von Magda, einem digitalen Online-Bauernmarkt, und es geht in diesem Talk um das Thema Nachhaltigkeit. Bitte verzeiht, zu Beginn gab es ein paar kurze akustische Aussetzer. Das liegt daran, dass wir das Gespräch live auf Instagram geführt haben, was aber dem Inhalt des Gesprächs keinerlei Abbruch macht. Ich wünsche dir jetzt viel Freude bei diesem Aloha Glückstalk mit der wunderbaren Theresa Imre. Hurra! Ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ja, diesmal habe ich es nicht außen gesehen, aber hurra, du bist da. Herzlich willkommen. Hallo Margrit, freut mich sehr, dass ich mit dir dabei sein kann. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe schon kurz in der Vorstellung gesagt, du hast mir ja ein bisschen was auch zu deiner Person gesagt. Wir kennen uns zwar schon, aber noch nicht so gut, aber du hast mich sehr beeindruckt. Und du hast in deiner Beschreibung leidenschaftliche Köchin, ausdauernde Pionierin und überzeugte Optimistin schon, glaube ich, ganz drei wesentliche Punkte für ein glückliches und zufriedenes Leben gelegt. Wie siehst du das? Absolut, Sekunde, ich merke gerade, mein Handy will gerade nicht halten. Jetzt halten es, glaube ich. Super, perfekt. Ja, wie sehe ich das? Ich glaube, dass wir alle einfach in einer großen, durchaus gesellschaftlichen Umbruchszeit auch sind und sich viele Menschen einfach auch mit der Möglichkeit jetzt in der Pandemie, sich über sein eigenes Leben auseinanderzusetzen, ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken hatten, glaube ich, auch wirklich auf der Suche nach dem Sinn sind. Und das Schöne, was ich halt für mich entdecken durfte mit dem Aufbau und der Gründung von Magda und auch vielen tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die jetzt ein Teil sozusagen von Magda geworden sind, dass es auch in der heutigen Zeit halt nicht mehr nur mehr darum geht, entweder jetzt einen klassischen Job abzuwickeln oder ein Unternehmen aufzubauen, damit man halt irgendwann dann nochmal Gewinne davon bekommt, sondern ich glaube, uns geht es halt mit Magda auch viel mehr um dieses Große dahinter, das große Ganze zu verstehen. Wie können wir unsere bestehenden Strukturen hinterfragen und wie schaffen wir im Sinne unserer Mission, die Lebensmittel von Bauern und von der Bäuerin auf direkten Weg zu den Kundinnen zu bringen, aber noch viel mehr nicht nur den Service anzubieten, sondern damit auch wirklich die Mission zu verfolgen, dass wir einfach gescheites, natürliches Essen haben wollen und dass es nicht mehr um die Industrieprodukte, die es einfach über die letzten 50 Jahre sehr stark in unsere alle Münder geschafft haben, dass es da einfach eine ganz andere Wertigkeit gibt. Und ich finde es einfach ein irrsinniges Geschenk, dass ich das mit Magda auch beweisen kann, dass wir nicht nur in großen Konzernstrukturen, in globalen Abläufen, wie wir uns organisieren müssen, sondern dass es auch wirklich sehr schön ist, sich im kleinen Verein da ein starkes Netzwerk zu werden. Ja, jetzt hast du schon. Ich merke als Ganzes, es macht mich eigentlich aus, dadurch, dass ich es auch wirklich mit dem großen Geschenk, das machen zu dürfen, so viel Sinnhaftigkeit schon in dem Grundvorhaben sehe. Ich glaube, dass es ein Geschenk ist, muss ich wirklich sagen. Das ist sehr schön, dass du das so formulierst, weil du bist ja noch sehr jung. Es geht. 31. Ja, 31, aber du hast mittlerweile schon ein sehr erfolgreiches Unternehmen und du hast auch erzählt, worum es jetzt in diesem Unternehmen geht. Aber davor steckt ja immer ganz schön viel. Und ich sage, davor ist für mich eben so schön gewesen, deine Beschreibung zu lesen. Da ist ganz viel Leidenschaft einmal muss da sein, um überhaupt eine Vision zu haben. Weil jetzt ist ja deine Vision schon Realität. Aber das geht ja nicht so von heute auf morgen. Und ich glaube, diese drei Begriffe, eben Leidenschaft, Ausdauer und Überzeugung, sind so wichtig. Wann hast denn du gespürt bei dir selber, da gibt es ein Thema, dafür brenne ich quasi, dafür möchte ich losgehen und dafür tue ich auch einiges? Eigentlich, ich muss fast noch früher anfangen. Ich glaube, dass das mich schon als Person sehr auszeichnet und auch schon von früh weg, von meiner Kindheit aus, dass ich einfach eine tolle Kindheit hatte, auch tolle Eltern, die mich immer dazu motiviert haben, das, was ich will, anpacken.
kontakten zu können. Ich fühle mich ja de facto auch als in Österreich Geborene so privilegiert, was wir für Möglichkeiten haben. Auch in so vielen Bereichen die Möglichkeit haben, die Ausbildung zu genießen, die Unterstützung von Familie überhaupt in der Form zu bekommen, dass ich einfach schon ganz früh in meiner Kindheit gespürt habe, ich will was aus dem allen machen. Und ob man das jetzt genauso runterbrechen kann, dass ich als Kind schon gewusst habe, dass ich irgendwann Unternehmerin wäre, das glaube ich nicht. Ich habe aber immer schon irgendwie gefühlt, dass ich einen Platz auf der Erde habe, wo ich auch mit meinem Dasein einfach was bewegen will. Und das hat mich natürlich meine ganze Jugend auch begleitet, wo man einfach dann mit vielen Freunden Projekte aufzieht, da und dort was macht, ob das in Theatergruppen war oder in anderen Bereichen. Also ich glaube, mich hat ganz viel schon in meinem Leben immer wieder begeistert und es waren halt meistens die menschlichen Beziehungen und das, was entstehen kann, eigentlich so wirklich die Magie dazwischen, wenn nicht nur ich eine Idee habe, sondern jemand anderer irgendwie kann mit der Idee auch was anfangen und auf einmal sind das so Synergien, dass man wirklich merkt, man spricht vom Gleichen und man hat auch das Gleiche vor und ich merke, da entsteht bei mir auch ganz viel von dieser Ausdauer, dem Zugang, der auch wirklich eine Leidenschaft, weil es einfach um nochmal was Gutes miteinander geht, für mich ganz oft. Du hast auch jetzt was ganz Wertvolles gesagt, eben die Unterstützung deiner Familie. Das heißt, das ist schön. Was waren denn so typische Sätze, die du gehört hast, weil du gesagt hast, sie haben mich immer motiviert, für das loszugehen, was ich mir wünsche oder da eben an dich zu glauben. Und das ist ja so wichtig, dieser Glaube an sich selber. Wie war das bei dir zu Hause, dass sie wirklich dich da unterstützt haben in diesen Bereichen? Ich glaube, einerseits habe ich einfach den Vorteil gehabt und das Glück, dass eben sicher auch meine Familie ein bisschen unternehmerisch drauf war. Sogar der Opa hat damals schon irgendwie eine Firma gehabt und es war nie alles so groß. Aber irgendwie habe ich einfach das Gefühl gehabt, dass ich immer den Zugang hatte, wenn ich was machen will und mir das in den Kopf setzt, dann kann ich eigentlich einmal losstarten und es probieren. Also mir wurde sehr wenig eigentlich nicht zugetraut. Ich kann mich auch erinnern, das war irgendwie im Nachhinein, ist das ein bisschen absurd. Ich war damals 15 Jahre und habe in der Schule erst mal ein bisschen mich mit Französisch herumgeplagt und habe irgendwie gedacht, Sprache zu lernen, weil ich es mit den Büchern nicht mag und muss alles auswendig lernen und hin und her. Und dann habe ich zu meinen Eltern, ich will nach Paris und ich will dort irgendwie ein Praktikum machen, einen Sommerjob und ich mache das jetzt einfach. Ich suche mir einen Job raus und das werde ich so machen. Und ich habe einfach wirklich ein Glück, dass meine Eltern dann immer gesagt haben, passt, wenn du dir das selber tust, wie es da, um das irgendwie möglich zu machen. Und ich glaube, es ist sicher die Kombination aus, dass ich sich ein offenes, waches Kind war sozusagen und viel machen wollte, aber dann halt auch Eltern hatte, die mir echt ihr Bestes getan haben in jeder Phase und mich in allen Bereichen halt unterstützt haben. Und ich komme jetzt auch nicht aus einem, keine Ahnung, einem Haushalt, wo es einfach wurscht gewesen wäre finanziell, zum Überlegen, was will die Theresa da alles machen und wie kann man sie zumindest bestmöglich begleiten. Mhm. Und ich glaube, allein dieser Zugang, dass man mir so viel Vertrauen geschenkt hat schon im Vorhinein, hat mich natürlich als Kind schon sehr stark irgendwie an mich glauben lassen in den Bereichen. Und dann hat es dann natürlich auch sich auch einfach entwickelt, dieses Selbstvertrauen, wo ich gemerkt habe, okay, es funktioniert jetzt nicht immer alles, auch das war nie ein Thema, aber man probiert es und man kann auch nicht jetzt wirklich, es passiert nichts, wenn man scheitert. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Zugang. Wir sind einfach, was man oft darüber redet, in einer Gesellschaft, die das Scheitern kaum mehr zulässt und alles muss immer noch perfekt laufen. Ich glaube, was mich gestärkt hat, war immer einfach zu wissen, ich kann es selbstständig in die Hand nehmen, wenn ich mir was vornehme und wie ich dann dorthin komme, das ist dann eine andere Geschichte und ob ich dann dreimal hinfallen und wieder aufstehen muss, aber irgendwie dieser Glaube an meine eigenen Ressourcen eigentlich auch und auch an das, dass ich weiß, dass wenn ich halt ein Thema nicht verstehe und so ist es auch im Aufbau mit Magda, dann gibt es viele Menschen und die mit dieser tollen Energie einfach auch was anfangen können und mich dann unterstützen in diesen Aufbauphasen. Ja, du sagst da. Aber ich sehe es schon als Privileg, muss man sagen. Ich glaube, nicht jeder hat auf den Zugang und wir müssen das auch in der heutigen Zeit natürlich oft berücksichtigen. Wir sind sicher hier in Österreich in einem Zugang sehr privilegiert. Das ist toll, wenn man das dann wahrnehmen kann, dass man eher eigentlich das als Geschenk sieht und das auch wieder zurückgeben möchte in irgendeiner Form, als wenn man sozusagen nur darüber jammert, was wir eh alles schon haben. Ja, du sagst so wunderschön. Ja, du sagst so wunderschöne Sachen und man sieht, dass wir hier in Österreich alle privilegiert sind. Wir haben vielleicht nicht alle Eltern, die uns so supportet haben. Aber, was du sagst, und das hört man so raus, was eben dazugehört, und das können wir alle wieder aktivieren, ist Mut, Neugierde, auch das Vertrauen, dass wenn ich scheitere, das jetzt nicht ist,
es ist alles umsonst, sondern dass man da ja auch Erfahrungen wieder herausnehmen kann. Hast du auf deinem Weg, weil es schaut ja immer so toll aus, wenn man jetzt sieht, Magda, und ich muss sagen, das hat wirklich so großartig funktioniert. Ich habe es bestellt und es ist alles gekommen und es war frisch und sogar der Mann, der das gebracht hat, war so freundlich und hat gleich gesagt, gibt es den Karton schon wieder, weil ihr nehmt ja alles wieder zurück. Also es ist ja wirklich nachhaltig von A bis Z. Und gab es auf diesem Weg hin auch mal Momente, wo du eben tatsächlich gescheitert bist, wo du gesagt hast, okay, bitte? Ja, ich glaube, das ist auch das, was wir wirklich als was soll denn wirklich passieren? Ich glaube, dass wir alle so eine Angst haben, irgendwann Fehler zu machen oder gleichzeitig auch dieses Risiko, auch Existenzängste, die natürlich in einer Gründung einen prägen in einer Form. Aber ich habe sicher den Vorteil auch da gehabt, dass ich mich von Anfang an irgendwie dazu bekannt habe, mit mir selber sozusagen das einmal probieren zu wollen und dann wirklich auch nicht zu sagen, bei dem ersten Stolperstein, der irgendwie schwierig ist, die Reißleine zu ziehen, sondern es wirklich gescheit durchzuprobieren mit meinem besten Wissen und Gewissen. Und das hat offensichtlich funktioniert, immer wieder aufzustehen. Ich überlege gerade, ob so einzelne Momente mir einfallen. Ich glaube, was immer wieder schwer ist im Aufbau solcher Sachen, ist letztendlich, es ist ein Modell, auch wie wir arbeiten. Bei uns geht es vor allem darum, dass die Bauern und Bäuerinnen einen fairen Preis an den Produkten verdienen. Also es ist ja ein großes Thema, dass jährlich fast 2500 Klein- und Familienbetriebe zusperren müssen, weil sie in unseren globalisierten Lebensmittelstrukturen zu wenig verdienen. Also das ist wirklich oft so das Problem, der Bauer und die Bäuerin kriegt eigentlich irgendwas zwischen 10% und 15% von dem Preis, den wir im Supermarkt zahlen. Und die ganze Wertschöpfungskette, das ist nicht nur der Supermarkt, das ist die Logistik, das ist die verschiedenen unterschiedlichen Zwischenhändler, die da dazwischen stehen, die verdienen halt alle ihren Teil vom Kuchen. Und ich glaube, das, was es mit Magda schwierig gemacht hat, auch am Anfang an, war mit so einem Fairness-Modell durchaus auch in diese Startup-Blase zu rutschen, wo du einfach immer wieder dieses wachstumsgetriebene Thema hast, dass du eigentlich vor allem schnelles, explosionsartiges Wachstum zeigen muss, aber es nicht auch in den Bereichen so viel sinnvolle Strukturen gibt, wo man sagt, man nimmt sich die Zeit, wie du das beschrieben hast, das Kreislaufsystem in der Logistik nachhaltig durchzudenken. Und da habe ich mich schon einfach oft auch, es war nicht immer leicht, auch in den Finanzierungsphasen natürlich da die Banken zu überzeugen, die verschiedenen letztendlich auch kleinen Investoren, die beim Markt da schon beteiligt sind. Ich habe dann tollerweise auch eine großartige Runde von einzelnen Menschen, die wirklich ganz stark an diesen neuen Umbruch auch in unserer Wirtschaftsform einfach verstehen und daran glauben. Aber das waren sicher harte Phasen, da immer mit den richtigen Leuten überhaupt reden zu können, weil vermeintlich wollen wir einfach ganz anders wirtschaften heutzutage noch. Es geht einfach möglichst schnell darum, groß zu werden, möglichst irgendwie viel Profit oft für die eigene Firma zu generieren und gerade wenn man dann in Richtung Startup denkt, dann auch noch in Richtung Exit das Ganze bestmöglich zu treiben und das finde ich aber nicht sinnvoll für den Aufbau so einer Strukturen. Das war schon schwierig. Ja, weil das Schöne ist ja, dass bei dir neben all den wirtschaftlichen Faktoren eben auch, die, wie du sagst, die eben gerade wenn ein Startup ist, das muss schnell groß werden und so weiter. Was ich halt bei Magda so schön finde, ist, dass da wirklich die Menschen dahinter so sichtbar gemacht werden. Die Wertschätzung, die wir uns schenken und dass wir sehr wohl das Bedürfnis gerade in diesen Zeiten auch wieder haben, wertschätzend miteinander umzugehen. Weil es ist natürlich etwas teurer jetzt auch einzukaufen. Und das heißt ja nicht, ich muss jeden Einkauf darüber machen. Aber wenn ich wirklich sage, das Gemüse, oder ich habe auch gesehen, ihr habt ja auch dann, ihr weitet es ja auf, auch auf Putzmittel, die ökologisch sind. Ich finde, das ist so was Wichtiges, dass wir wirklich nicht mehr die Chemie einfach nur wegspülen und so weiter. Dieser nachhaltige, wertschätzende Umgang, das ist halt schon, finde ich, so dieser persönliche, man hat das Gefühl, man unterstützt. Also in der Stadt gerade hat man ja nicht die Möglichkeit immer, ich meine, es gibt Bauernmärkte und alles, aber ich sage, wir haben ja in den letzten Jahren auch gemerkt, wir können nicht immer so einfach alles besorgen. Da war das natürlich, da bist du ja gerade so auch in diese Welle hineingerutscht, wo ich auch finde, auch Krisen können uns Chancen bieten, wertschätzend, nachhaltig, da in Reflexion zu gehen. Absolut. Und wie du das gut beschrieben hast, ich finde ja auch, dass wir nicht mit dem erhobenen
Zeigefinger dastehen sollten und sagen müssen, man muss jetzt alles so machen und diese Nachhaltigkeit sozusagen, jeder muss sich da selbst geißeln und auf Verzicht gehen. Mir geht es schon darum, das Ganze auch mit einfach einem neuen und auch freudigeren Lösungsansatz oftmals den Leuten zu zeigen. Wir sind einfach doch in ein bisschen einer österreichischen Gesellschaft, die gleich einmal eher so in alte Muster verfällt oder die Dinge gehen nicht, weil das gibt es ja noch nicht und hin und her. Ich glaube, das macht mir schon bewusst auch einfach persönlich große Freude, Menschen zu zeigen, wir können anders. Nur weil es so festgefahren ist, muss das nicht sein, dass das immer so ist. Und das Ganze aber auch mit einer Motivation, wo man eigentlich Menschen, sowohl Bauern und Bäuerinnen, aber auch uns Konsumentinnen an der Hand nimmt und sagt, es geht einfach, es muss nicht immer sein, du musst dich nicht jetzt schlecht fühlen, wenn du es nicht machst. Mhm. Aber wenn du ans Nachhaltige denkst und gleichzeitig auch noch, und das bin ich schon stolz, wie die Frische und die Qualität unserer Lebensmittel ist, ja, auch mit diesem tollen Kreislauf, den wir gemacht haben, schaffen, dass du die Produkte um Tage früher bekommst, als du dir den Supermarkt bekaufen würdest. Also im Endeffekt, ich kann das am Beispiel einer Marille erklären, weil das für mich diesen Sommer so ein großer Aha-Moment war. Ich war bei unserem Marillenbauer und bei uns ist das wirklich so, wenn die bestellt werden, dann wird das in der Früh von dem geerntet, am Vormittag wird es bei uns zusammengepackt und am Nachmittag ist es bei dir als Kundin vor der Haustür. Mhm. Das heißt, es ist wirklich so frisch vom Baum gepflückt, noch am selben Tag. Und der hat mir dann einfach so erzählt, ja, er hat früher mal auch in den Supermarkt geliefert und das war dort aber normal, dass die Produkte, wenn sie vollreif waren, sozusagen gar nicht mehr angenommen haben, weil das so lange im Regal warten muss, bis der Kunde dann im richtigen Moment die perfekte Frucht abholt. Und die darf dann natürlich nicht zu reif sein, weil dann hat sie zu sehr vielleicht einen Deppscher in der Logistik und alles, dass wirklich die Marillen für den Supermarkt teilweise 5 bis 7 Tage vorher geerntet sind. Die werden die reifen dann zwar schon nach, aber es ist natürlich was ganz anderes, wenn du die Frucht so frisch vom Baum hast. Und fast wie selbst gepflückt. Fast wie selbst gepflückt. Fast wie selbst. Und das Tolle ist, wenn dann auch die Leute dann, keine Ahnung, oder die Zwetschgen oder die Butter, die wir verkaufen, das sind auch Geschmäcker, die viele vielleicht noch aus der Kindheit kennen. Oder wenn sie zu Hause wirklich einen Garten haben und diese Möglichkeit, die Früchte so frisch vom Baum zu pflücken. Ich glaube halt, dass wir so standardisierte Geschmäcker mittlerweile gewohnt sind in dem großen industriellen Lebensmittelbereich, dass es einfach auch wirklich eine Freude ist, ein Produkt ganz neu noch einmal kennenzulernen und zu denken, hey, so kann Butter oder so kann Joghurt eigentlich schmecken, wenn es so frisch ist. Und das ist jetzt so schön, weil du strahlst, so wenn du das erzählst. Und es geht ja im Aloha Glückstalk auch ums Glück. Und dass da eben diese Verbindung zu schaffen, wenn wir etwas tun, was einen Sinn hat, und das kann ja für jeden etwas anderes sein. Aber das ist erfüllend. Wie merkst du das? Weil ich kann mir vorstellen, dass du ziemlich viel zu tun hast. Aber dass da dann, wenn wir wirklich etwas tun, was uns entspricht, was unsere Vision ist, unser Traum ist, für den wir losgehen. Wie siehst du das in deiner Arbeit? Ist das eine andere Qualität? Trägt das zu einem glücklichen Leben bei? Definitiv. Ich glaube, die Frage ist, besteht ein glückliches Leben darin, dass jeder Moment voller Glück ist, oder geht es darum, dass man so eine Art, für mich wahrscheinlich eine eher Definition, diese Grundzufriedenheit einfach mit sich trägt? Und das ist sicher das, was für mich auch oft diese Möglichkeit schafft, manche Dinge, die länger dauern, auch durchaus auch durchzuhalten sozusagen, weil nicht alles immer von heute auf morgen gut funktioniert. Und es gibt viele Phasen, wo ich Tage habe, da hänge ich daher und denke mir einfach, ich habe gerade die Energie nicht. Aber nie, und das ist das wirklich Schöne an dem Ganzen, hätte ich das Gefühl, es nicht machen zu wollen oder aufzuhören. Ich glaube, das Wesentliche ist einfach, wenn man so diese Sinnhaftigkeit in dem eigenen Schaffen für sich findet, dann hinterfragt man nicht, für wen mache ich das, warum mache ich das, geht das jetzt nur um mein Gehalt oder meine sozusagen persönliches Einkommen, wo geht es weiter? Das Schöne, was ich einfach in dem erkenne, wenn man die Sinnhaftigkeit in seinem Tun für sich selbst findet, dann geht sich so viel aus. Und ich glaube wirklich, ich bin sicher sehr beansprucht und wie du sagst, du hast schon recht, ich arbeite sehr intensiv auch. Ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn ich wahrscheinlich ähnlich intensiv für etwas arbeiten würde, was mir nicht so viel Sinn geben würde, dass ich vielleicht schon in Burnout-Situationen wäre. Aber weil ich einfach immer merke, dann, wenn ich müde bin und fertig bin, dann kann ich mir aber hinlegen und mir denken, es ist gerade viel. Aber so dieses Grundvertrauen, das, was wir machen, das ist der richtige Weg für mich. Nämlich nicht nur für mich als Person, sondern es bringt so vielen Menschen etwas. Es bringt diesen ganzen Kleinbäuerinnen was, aber auch uns allen in der Stadt, die einfach geile Lebensmittel bekommen. Ja, ich kann es nicht anders beschreiben, aus dass es halt einfach eine
klare Mission irgendwie für mich gibt. Und da hat es dann nicht mit Ausdauer zu tun. Natürlich muss ich viel auch daran arbeiten, dass ich mich am Wochenende gut entspanne und erhole. Und das habe ich über die letzten Jahre auch immer mehr gelernt, was ich brauche einfach als Mensch. Und das ist aber auch ein Geschenk, dass man sich halt in Extremphasen manchmal sogar besser kennenlernt, als wenn die ganze Zeit alles so easy-cheesy dahin läuft. Ich habe gelernt, was mir zum Beispiel nicht gut tut und mich davon vielleicht früher verabschiedet, als wenn man Dinge einfach so nebenbei herlaufen lässt, weil sie einen halt zwar ein bisschen stören oder nerven, aber man spricht es erst dann an. Und ich merke, ich bin, glaube ich, schon auch als Mensch viel klarer geworden in dem, was ich mit meinem Umfeld einfach brauche und wie wir das im Endeffekt auch gemeinsam einfach gestalten, unser Miteinander. Du hast gesagt, dass du dich eben auch besser kennengelernt hast und das ist etwas Schönes. Und wie kommst du dann wieder in deine Energie? Weil ich sage, es ist ja klar, wir haben 100% Energie zur Verfügung und irgendwann ist die dann auch gut aufgebraucht. Und wenn man sie aber in guten Dingen aufbraucht, ist es ja eine ganz andere Müdigkeit auch. Also wo man dann wirklich sagt, okay, ich bin jetzt nicht nur, so wie du gesagt hast, entweder könnte ich auch in einem Burnout sein, wenn eben der Sinn dahinter fehlt. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, das eigene Warum zu definieren und herauszufinden und da wirklich den Mut zu haben, sich auf diese Reise zu machen, das eigene Warum zu finden. Das finde ich immer sehr spannend, wenn eben Menschen zu mir kommen, dass wir eben an dem Warum arbeiten, weil das macht so einen Unterschied. Was sind denn für dich so Tools, wo du deine Energie auftankst, die du vielleicht sagst, okay, das brauche ich, um ein glückliches und zufriedenes Leben führen zu können? Ich merke das, weil ich natürlich auch untertags sehr viel in Abstimmungen bin, mit sehr viel kommuniziere, sehr viel mit Menschen bin. Das liegt mir auch als Person. Ich glaube, sonst wäre ich nicht so präsent und würde nicht so auch wiederum die Freude am Miteinander empfinden. Ich brauche halt wiederum zum Entspannen für mich persönlich oft das totale Kontrastprogramm. Also ich habe dazwischen gedacht, ich wäre auf einmal so asozial und muss mich nur mal zurückziehen und habe das sogar negativ bewertet, dass mein Körper sozusagen sich so diese Ruhephasen da irgendwie holen wollte. Und ich habe das aber ein bisschen psychologisch mit mir selber umgedreht. Sehr schön. Das wirklich jetzt auch ganz anders angenommen, wie ich diese Ruhe mit mir selber einfach genieße. Ich habe es oft empfunden, dass es sonst irgendwie der Austausch fehlt und dann da und dort und dann kennen wir alle dieses Gefühl. Ich glaube, man nennt dieses Fear of Missing Out. Ich glaube, FOMO heißt die Bezeichnung. Wo man dann immer glaubt, man muss noch irgendwo da irgendwie hin und dort und das Wochenende auch noch einmal 7 Sachen machen. Das hat sich bei mir total gedreht. Ich bin viel ein bisschen zurück, also ich bin zurückgezogener geworden in Phasen, wo ich merke, meine Energielevel können jetzt wieder aufgefüllt, aber ich nütze es viel qualitätsvoller, weil ich dann einfach oft wirklich nur in den Wald spazieren gehe oder irgendwo probiere, meistens muss ich es physisch machen, ich muss raus aus meiner Wohnung, damit mir selber sozusagen und einen kleinen Ausflug machen, ich mag dann trotzdem neue Eindrücke für mich und wenn ich dann nur in den eigenen 4 Wänden irgendwie feststecke, dann fange ich erst wieder zum Putzen an und das ist zwar angenehm, aber es ist nicht so erholsam, aber wirklich gut tut es mir wirklich, diesen Abstand zu geben, auch wirklich den räumlichen Abstand und dann einfach meine Gedanken ein bisschen reflektieren lassen, ohne dass ich versuche, mich in das Gedankenkreisen zu kommen. Ich glaube, wir kennen das alle, wenn uns viel beschäftigt, dann haben wir so einen Gedanken, den wir 10-mal zermalen und dann auch nicht genau wissen, wie sozusagen die Lösung ist. Das, was mir dann immer hilft, ist so den Blick in die Ferne irgendwie da schweifen zu lassen. Und ich fahre dann auch wirklich ganz gern oft, ob es jetzt mit Radl ist, rauf auf den Wilhelminenberg, das ist bei mir ein relativ guter, direkter Weg, oder das habe ich sogar in der Steiermark, ich bin ja in der Steiermark aufgewachsen, auch. Ich auch. Jetzt, dann irgendwie so auf den nächsthöheren Hügel und einfach nur, wenn ich wo sitzen kann, auf dem Bankerl und ich schaue so runter. Das kann ich teilweise 1-2 Stunden machen und das ist aber so ein wahnsinnig entspannender Distanzmoment. Also ich glaube, mit dieser physischen Distanz schaffe ich dann mir irgendwie dann das alles unten so vorzustellen, wie als wären das überall kleine Lego-Figuren unten und kleine Häuser und kleine Menschen und man hat so diese Metaebene. Ich glaube, das ist das, was ich beschreiben möchte. Ich schaffe es ganz gut, mich oft dann rauszunehmen aus meinem täglichen Tun, meinen täglichen Gedanken, sondern wirklich zu sagen, worum es mir geht. Und dann bin ich auf einmal ganz ruhig, weil dann komme ich wieder genau zu dem Warum, zum Sinn und denke mir, ja, das ist noch schwierig, ja, das wird noch kommen. Und ich bin dann halt auch mittlerweile sehr mild mit mir selbst geworden. Ich glaube, man kennt oft diese inneren kritischen Stimmen, wo man dann einfach noch was anderes will und da geht es nicht und da hakt es gerade. Und wenn es mir wirklich sozusagen am Rande meiner Energiegrenzen ist, dann werde ich ganz mild mit mir. Und das ist, glaube ich, auch ein kleines Tool, das ich für mich entdeckt habe. Ich spreche dann wirklich mit mir, als wäre, hätte ich ein inneres Kind. Ich glaub, das hast du. Psychologie ganz gut. Ja. Genau. Und dann
nämlich so, der Heiser, jetzt bist du ein bisschen überarbeitet, jetzt müssen wir ein bisschen da die Blumen anschauen. Ich rede mit mir dann haben in so einem inneren Dialog, aber nicht mit dem erwachsenen Ich, sondern eher dem kindlichen Ich. Und dann gehen wir eigentlich nur mal ins Blödeln und spielen miteinander. Und dann kann man auch wirklich die Momente ganz anders genießen, wenn man im Wald ist und eben den Wald riecht und dann die Bäume spürt und alles, als wenn man jetzt immer in diesem erwachsenen Ich-Zustand und der lösungsorientierten, sofort irgendwie alles managenden Person sich befinden möchte. Ja, nein, das sind ganz, ganz wertvolle Tools. Und ich finde das schön, dass du das auch so ansprichst, weil oft denkt man ja, ich darf das gar nicht oder ich sollte das nicht, aber es ist einfach so wichtig, alle unsere Anteile zu leben und eben, das ist ja auch etwas Meditatives, dieses Sitzen können, das heißt, da hast du ein ganz wertvolles Tool, weil das gar nicht so einfach ist, eben wirklich mal zu sagen, okay, und ich gehe jetzt da raus und ich bin mit mir, also ich sage, das finde ich ja dann das Schöne, wenn wir den Mut entwickeln, loszugehen für unsere Träume, dann kommen diese Dinge, also auch diese Erfahrungen, wie kann ich gut mit mir umgehen, wie kann ich liebevoll mit mir umgehen, dazu. Und wir bleiben oft stehen und gehen nicht los, weil wir Angst haben, eben diese Ressourcen nicht zu haben. Aber wir entdecken sie am Weg. Weil du hast ja auch am Weg entdeckt, okay, da ist extrem viel. Das ist ja nicht das Unternehmen zu dir geflogen, sondern du bist losgegangen und du hast nicht nur Glück gehabt, sicher auch. Es hat mir mal jemand gesagt, es gehören drei Dinge dazu. Es gehört Glück dazu. Es gehört Ehrgeiz dazu und es gehört Wissen dazu. Also wenn eins dieser Dinge fehlt, ist immer blöd. Aber ich sage, wir entdecken so viel am Weg. Auch wenn du jetzt diese Anstrengung hast und sagst, okay, und es macht mir aber so eine Freude, ich will wieder in meine Kraft kommen, weil ich eben etwas Sinnerfülltes mache, dann findest du auch Tools, wie du dich regenerieren kannst. Und das ist so schön. Also wie würdest denn du jemanden, kann ich nur unterschreiben. Ja, was würdest denn du jemanden raten, der sagt, ich habe das halt alles nicht. Ich habe jetzt nicht so viel Selbstvertrauen oder Glück. Was würdest du diesen Menschen mitgeben, so wenn, was du jetzt aus deiner Erfahrung her hast, wo du sagst, du hast ja auch für viele Leute Arbeitsplätze geschaffen, die bei dir arbeiten können. Man muss ja nicht immer gleich in die Selbstständigkeit gehen, aber was ist so dein Impuls für Menschen, die sagen, klingt toll, aber ich habe das vielleicht nicht so? Ich glaube schon, dass wir alle so viel auch ungenutztes Potenzial in uns tragen, weil wir vielleicht einfach manchmal noch keinen genauen Zugang dazu gefunden haben, weil uns vielleicht noch niemand darin bestärkt hat in diesen Themen. Ich glaube zwar, dass man am besten daran beraten ist, zuerst probieren, sich selbst zu bestärken, weil einfach das der größte innere Antrieb ist, wenn du dich selber sozusagen dorthin bringen kannst. Und gleichzeitig glaube ich aber eben, dass es wahnsinnig viel mit dem Umfeld auch zusammenhängt. Und das merkt man halt auch bei uns in den Teamstrukturen und Dynamiken. Wenn da dann die Konstellation passt und die richtigen Leute zusammenkommen, dann holt man eigentlich sogar noch mehr aus oft den Leuten raus, als man sich selber vielleicht alleine zugetraut hat. Und das ist, finde ich, oft das Potenzial des Miteinanders, das da oft entstehen kann. Ich kann auch nicht alles, ich kann, auf keinen Fall würde ich mir das jemals anmaßen, aber ich bin halt dann in diesen Phasen teilweise auch so milde mit mir, wie du sagst, es kommt dann halt auch am Weg. Mhm. Es ist ganz was Normales, dass man im Endeffekt heute noch nicht als Wunderwutzi geboren wird und kein Meister ist je vom Himmel gefallen. Es gibt ja 1000 Redewendungen dazu. Ich glaube, das Wesentlichste ist einfach, diesen ersten Schritt zu gehen, den allerersten, um in Bewegung zu kommen, in welche Richtung es auch immer ist. Und ein bisschen natürlich Unterstützung zu haben mit Menschen, die vielleicht schon 2 Schritte weitergegangen sind und ich vielleicht ein bisschen da zurückschaue und sage, du, da kannst du noch schauen, der Stolperstein ist da. Das hat mich natürlich auch immer begleitet in meinem ganzen Aufbau, in meinem Leben. Es waren nicht nur meine Eltern, sondern ich hatte auch wiederum großartige Chefs bzw. Chefinnen, die mich da auch mitgenommen haben. Also ich glaube, wir müssen uns alle als Gesellschaft so viel mehr miteinander stärken irgendwie und auch nicht jetzt immer nur das klassische, zum Beispiel hierarchische Aufgabenverteilung. Also wir reden auch bei uns relativ viel über Führung im Team und mit unseren Managerinnen und Managern. Es ist eher, für mich ist Führung jemanden eigentlich zu befähigen, dass er oder sie die eigenen Fähigkeiten auch wirklich gut andocken und nützen kann. Und nicht, dass ich sage, Führung besteht darin, diese 5 Aufgaben können erledigt morgen und sag mir dann, was passiert ist. Und ich glaube einfach, es wandelt sich natürlich auch im Arbeitsbereich da ganz, ganz viel, aber es fängt eigentlich im menschlichen Miteinander an. Und ich glaube, man kann sich auch selber an der Nase nehmen, wenn man auch mit Freundinnen und Freunden oft spricht und sich
sich nicht nur gegenseitig kritisiert und dann hinterfragen probiert, weil alle glauben, das muss ich sagen, das nervt mich sogar auch manchmal, es gibt natürlich Menschen, die von sich aus eher gleich einmal schauen wollen, warum was nicht funktioniert, wie ich das dazwischen schon angesprochen habe. Und das sind wertvolle Hinweise, ja. Aber sie dürfen auch nicht diese Gesamtmotivation killen, muss ich fast sagen. Also manchmal bringt es auch nichts, noch einmal siebenmal zu überlegen, warum was nicht gehen kann. Mhm. Das sind Persönlichkeitsstrukturen, die wir, glaube ich, oft gelernt haben. Sondern man muss drauf schauen und man muss sich die ganzen Vorhaben und Ideen natürlich einmal durchüberlegen. Aber dann geht es auch oftmals darum, einfach ins kalte Wasser zu rutschen und zu probieren. Und ich glaube, das hat mir sicher sehr gut getan, dass ich mich oft nichts geschissen habe, um es jetzt ein bisschen mit dem Wort zu sagen. Weil ich glaube, wir sind alle sonst oft so von dieser gesellschaftlichen Angst auch geprägt, einfach was da passieren könnte und was da und was soll passieren, ganz ehrlich. Also es kann, finde ich, in unseren Strukturen so wenig wirklich Existenzbedrohendes passieren, dass man eigentlich nur dazulernen kann. Und ich glaube, das, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, hätte ich auf keiner Uni in der Geschwindigkeit lernen können, in keiner anderen Jobsituation und Co. Das kann mir auch niemand wegnehmen, egal was jemals passiert. Was du auch jetzt ganz schön gesagt hast, finde ich, es ist so wichtig, dass wir uns wirklich auch ein Umfeld schaffen, das wertschätzend ist. Dass wir beginnen, in einen wertschätzenden Umgang mit uns selbst zu gehen, weil wir sind ja oft die schärfsten Kritiker mit uns selber, aber auch mit Menschen. Wenn wir spüren, das zieht mich runter, dass wir auch wirklich den Mut haben zu sagen, okay, ich möchte mich mit Menschen umgeben, die mich motivieren, die sich nicht freuen, wenn ich den Stolperstein, wenn ich da drüber stolper, sondern die sagen, du, den gibt's da. Natürlich müssen wir viele Erfahrungen selber machen, aber wir müssen nicht alles neu erfinden. Also sich auch wirklich Vorbilder zu nehmen und zu sagen, wow, was macht denn die? Und sich da diese Fähigkeiten aneignen und einfach einmal auch es abzuschauen. Wenn ich es noch nicht gewohnt bin, auch zu sagen, okay, ich probiere das jetzt einen Tag mal. Einen Tag mal sage ich zu den Dingen ja. Also, dass man muss ja nicht gleich das große Ganze verändern, aber ich bin so ein Fan davon, es ist ein bisschen wie ein Experiment, auch manchmal zu sehen, Dinge anders auszuprobieren. Weil wenn wir immer dasselbe machen, dann werden wir nicht Veränderung schaffen. Und deshalb finde ich es eben so wertvoll, Inputs zu bekommen von inspirierenden Menschen, auch so wie du einer für mich bist, der wirklich so viel Leidenschaft in das alles hineingibt, dass man auch wirklich sagt, ich finde da mal wieder heraus für mich, was entspricht mir denn, was ist meine Leidenschaft? Und wenn ich da mal eine Liste habe, dann kann ich schon einmal sagen, in dieser Woche nehme ich mir zwei Dinge vor, die meiner Leidenschaft entsprechen. Oder eben ausdauernde Pionierin. Ohne Ausdauer wird es nicht gehen. Wo kann ich in dieser Woche einmal zeigen, ich bin ausdauernd? Und wie du gesagt hast, überzeugte Optimistin, für jeden negativen Gedanken mal zwei positive zu denken. Reicht schon mal, um etwas zu verändern. Und wirklich. Definitiv. Ja. Und ich muss dazu sagen, weil ich das ganz schön finde, diese Zusammenfassung mit was Neues auch da auszuprobieren, das habe ich sogar fast die größere Herausforderung zum Beispiel gehabt, auch zu Dingen einmal Nein zu sagen. Mhm. Dinge und Muster, die man ganz einfach internalisiert hat, die man schon als Kind gedacht hat, so muss man das machen. Ich glaube, mein durchaus größter Befreiungsschlag war, mehr Nein zu den Sachen zu sagen, die ich einfach nur gewohnt war zu tun oder die ich gewohnt habe, weil ich gedacht habe, das wird von mir erwartet oder dort sollten wir so. Es passiert auch mit dem Nein nichts und das Nein befreit dich dann nämlich so viel mehr, das zu machen, wo die Leidenschaft da ist. Weil wir natürlich alles uns das Gefühl haben, ich tue ja eh schon da und dort, wie soll ich dann noch einmal was Eigenes machen? Es passiert auch auf einmal nichts, wenn man sich mit seinen Freunden nur alle zwei Wochen mal hört, zum Beispiel. Das muss man ja nicht sofort dann, als wie ich, bei mir kommt das dann sofort schon so als asozial dann rüber in mir selbst. Ja, das ist die Bewertung. Du kannst dafür danach wieder offener sein, wenn du dein Ding durchprobiert hast und ausüberlegt hast. Ja, weil das ist ja so schön, das Nein zu anderen ist oft ein Ja zu dir selbst. Und das ist das, was du spürst. Ich habe dir ja gesagt, es gibt noch eine kleine Überraschung für dich. Und zwar habe ich einen kleinen Wort-Rap. Das heißt, ich stelle dir ein paar Fragen zum Thema Glück. Und wenn es geht, antwortest du spontan und kurz und bündig. Wenn geht, mit einem Wort. Wenn es mal mehr sind, ist auch vollkommen in Ordnung. Glück heißt für mich? Miteinander. Mein Glücksplatz ist? Am Berg. Meine Glücksquelle ist? Die Liebe. Schön.
Glückliche Menschen sind für mich anziehend. Was habe ich heute schon getan, um glücklich zu sein? Direkt in der Früh mit einer super Musiknummer gestartet. Das ist auch eine tolle Glücksquelle, finde ich, gell, Musik. Eine glückliche Zukunft bedeutet für mich, neue Strukturen, die nicht das Ziel der Wirtschaft als Hauptfokus haben, sondern auch der Umwelt und Gesellschaft. Ich wünsche mir, ich wünsche mir aber trotzdem einfach noch mehr von diesen wunderbaren Leuten da draußen gewinnen und anziehen zu können, damit wir die Mission noch größer machen. Sehr schön. Und du hast uns auch eine Überraschung mitgebracht. Richtig. Und ich glaube, da freuen sich jetzt alle, die zuhören, sehr. Das hoffe ich wohl. Beziehungsweise auch alle, die es vielleicht im Nachhinein genau anhören. Genau, wir haben einen eigenen Gutscheincode für die Zuhörer des Aloha Glückstalks gemacht und das ist Aloha-10 oder Aloha-10, weil es steht für 10%, die man bei dem Einkauf von der Bestellung sozusagen abziehen kann. Also für alle, die noch nicht oder auch für die Kunden, die schon auf Magda bestellt haben, dürfen gerne als sozusagen Dankeschön, dass ihr euch zu uns zugehört habt, diesen Code bei der nächsten Bestellung verwenden. Einfach auf magda.at gehen, dann gibt man seine Produkte, sucht sich selber eben aus, was man im Warenkorb gibt. Wir haben von 180 regionalen Betrieben ca. 1000 Produkte im Angebot. Wahnsinn. Ich glaube, da ist wirklich für jeden was dabei. Und beim Checkout, also beim Warenkorb, gibt man am Schluss dann Aloha-10 ein. Wir werden es dann sicher danach noch mal irgendwie. Da fliegen schon die Herzeln, weil das ist wirklich so schön und das Schöne ist auch, dass es wirklich alle machen können und eben nicht nur die Neuanmeldungen, sondern vielen, vielen Dank. Und ich sage immer, das Schöne ist, wenn man seine Passion lebt, dann ist man nicht nur selbst glücklich und zufrieden, sondern man schenkt so vielen Leuten auch etwas Gutes. Und du hast ja so oft heute gesagt, es ist ein Geschenk und ich glaube, das dürfen wir wirklich sehen, dass wir hier sind und ein Geschenk haben, das wir auch wieder weitergeben können und das macht glücklich und zufrieden und dass es sich auszahlt, für die eigenen Träume und Visionen loszugehen, dass es eine innere Einstellung auch ist, die sicher hilfreich ist, dass es Zutrauen braucht, dass es Mut braucht, dass es ein sicheres und stabiles Netzwerk braucht, wenn es nicht familiär ist, dass man sich wirklich mit Freunden aufbaut, auch in der Arbeit wirklich mit Kollegen, sich zusammentut, die einem gut tun auch und wirklich da wirklich in die Kraft zu kommen. Ich freue mich sehr, dass du heute hier dabei warst, erzählt hast von Magda, von deiner Vision und ich glaube, da haben sich sicher viele etwas mitnehmen können, viele inspirierende Gedanken, dass wir für uns losgehen dürfen. Danke dir vielmals für die Einladung und für das super angenehme offene Gespräch. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut und ja, die Steiermark scheint schon ein Glücksplatz zu sein und ich freue mich sehr, dass du heute da warst. Ich speichere das jetzt ab und dann kann sich's jeder auch im Nachhinein noch einmal anschauen. Ich hoffe, dieser Aloha Glückstalk hat dich genauso inspiriert wie mich und dir gezeigt, dass wir alle etwas beitragen können für ein nachhaltigeres Leben und dass das wiederum für mehr Glück und Zufriedenheit auch im eigenen Herzen sorgen kann. Hinterlasse mir gerne einen Kommentar oder eine Bewertung oder auch gerne beides, wie dir diese Folge gefallen hat. Du findest natürlich weitere Inspirationen für ein glückliches und zufriedenes Leben auf meinen Social-Media-Kanälen unter meinem Namen und natürlich auch auf meiner Website www.hanunkur-coaching.com. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es heißt Aloha, anders, Leben ohne Angst. Alles Liebe, deine Margrit.